Genau, jetzt seid ihr überall das Auftauchen. Okay, hallo, herzlich willkommen. Ich freue mich, dass wir alle hier sind, um auch über Behinderung und Wissenschaft zu reden und um unterschiedliche Wissensformen, eventuell, die sich aus behinderten Arten und Weisen zu wissen ergeben, über CRIP. Selbstbewusstsein auch in der Wissensproduktion, um auch ein bisschen den Leistungsdruck der modernen Wissenschaft gemeinsam standzuhalten. Und dafür werden wir jetzt am Anfang von Dr. Nicole Brown hören, von University College London, die sehr viel zu diesen Ausschlussmechanismen in der Uni oder in den universitären und Forschungszusammenhängen geforscht hat. Und dann zusammen mit Dr. Stephanie Timms von Chronically Academic, Eva Eggermann vom CRIP Magazine und den Disability Studies Austria, Maria Magdalena Fuhrmann-Ehn von der TU Wien, sie ist dort die Behindertenbeauftragte, Gerhard Neustädter, auch von der TU Wien, der ist dort Behindertenvertrauensperson und hoffentlich euch allen, diskutieren, wie wir dazu stehen, welche anderen Geschichten wir teilen können, und das vielleicht auch so ein bisschen unseren Raum machen für eine selbstbestimmte akademische Praxis. Zu mir kurz, ich bin Katha Spiel. Ich habe ein FEF-Projekt, ein Hertha-Finberg-Projekt, das heißt Exceptional Norms, beziehungsweise außergewöhnliche Normen, wo es um marginalisierte Körper im Interaktionsdesign geht. Das ist so aus dieser Mensch-Maschine-Interaktionsecke. Und ich sehe das durchaus auch weitläufig, indem dass ich mich gerne nicht nur um Ausschlüsse in Technologie ganz konkret beschäftigen will, sondern eben auch in dem Sinne diese Ausschlüsse dazu betrachten will, wer Technologie und wer Wissenschaft um Technologie macht. Ja, deswegen jetzt im Rahmen meiner Vorlesungsreihe auch dieses Special, diesmal auf Deutsch. Ich erzähle dann später noch mehr dazu, was es sonst dazu gibt. Ich kann mich auch über die Unterstützung der TU Wien freuen, allein schon logistisch und infrastrukturmäßig. Der Zoom-Account ist von der TU Wien zum Beispiel. Gut, aber dann wollen wir auch als erstes mal Nicole sprechen lassen und das hören, was sie so uns zu sagen hat. Ich freue mich schon sehr, dass ihr eine Präsentation. Ne? Dankeschön, danke. Erstens einmal danke auch für die Einladung, dass ich da sein darf. Als Auslandsösterreicher, der schon seit 20 Jahren im Ausland lebt, ist es immer wieder schön, wenn man dann doch wieder einen Ruf von der Heimat hört. Ich bin gebürtige Steirerin. Also wenn dann zwischendurch der Steirer einbricht, dann bitte nicht böse sein. Ich habe also die meiste Forschungsarbeit auf Englisch betrieben. Daher ist es dann manchmal auch etwas schwieriger, dann vielleicht dann gewisse Sachen auf Deutsch zu erklären. Da kann dann schon einmal sein, dass das ein oder andere Wort fehlt. Dann also bitte helfen und nicht böse sein. Ich bin wirklich sehr, sehr froh und begeistert, dass ich heute da sein darf. Kurz zu mir. Ich bin am UCL College London Institute of Education Lektorin. Und meine Arbeit bezieht sich hauptsächlich auf Bildungswissenschaften, aber in meiner Forschungsarbeit habe ich mich eben für chronische Erkrankungen, Behinderungen und Neurodiversitäten interessiert. Und das ist eigentlich so der Einstieg wirklich ist, also für mich der Behindertenbegriff ist oft relativ schwierig. Man will natürlich nicht behaupten, dass alle Erlebnisse oder Erfahrungen von Behinderungen und chronischen Erkrankungen und Neurodiversitäten gleich sind, auf keinesfalls. Das will ich überhaupt nicht behaupten. Aber im Sinne der Gleichberechtigung ist es dann doch wieder so, dass sehr viele Ähnlichkeiten doch existieren. Und deswegen, also wenn ich über Behinderungen oder Erkrankungen spreche, dann meine ich wirklich ein sehr umfassendes
passenden Begriff der Behinderung, eben körperliche Behinderungen, aber eben auch Neurodiversitäten, die vielleicht nicht immer als Behinderung gesehen werden oder chronische Erkrankungen, bei denen natürlich die Fluktuationen dann so sind, dass man manchmal mehr und manchmal weniger behindert in dem Fall ist. Wichtig ist für mich, dass man wirklich also als Grundeinstieg, dass wir alle eines sehen, eben, also diese Erfahrungen sind sehr individuell verschieden und doch gibt es dann wieder Gemeinsamkeiten. Und das ist der Ansatz, den ich eigentlich also beginne. Zu meinen Folien, bevor ich anfange, das sind einige Folien mit sehr viel Text. Ich erwarte nicht, dass Sie diesen Text lesen. Es geht nur darum, dass ich diesen Text zur Verfügung stellen wollte, falls eben irgendjemand dann nachher dann nachlesen will und mehr genauere Informationen haben will. Im Prinzip sind die Folien wirklich nur als Unterstützung für mich da, damit ich weiß, was ich eigentlich geplant habe zu sagen und dass ich nicht vom Thema allzu weit abschweife. Also es geht eigentlich hauptsächlich darum, dass ich versuche, eben also die Grundideen zu erklären. Und also für mich ist das der Teil, der wichtigere ist als eben also die Folien selber. Erste Folie ist nur ein kurzer Überblick über die verschiedenen Forschungsprojekte, die ich unternommen habe, die ich abgeschlossen habe im Zusammenhang mit Behinderungen, chronischen Erkrankungen und Neurodiversitäten. Der Beginn war eine Studie speziell nur über Fibromyalgie. Das hat sich dann ausgedehnt über Ableism, also Ableismus, das dann eben mehrere Projekte dann umfasst hat. Und dann hat mich dann eigentlich dann auch wieder interessiert, wie navigieren Leute mit Behinderungen und chronischen Erkrankungen eigentlich die Gebäude. Das war das eine führt zum anderen. Also in die Fibromyalgie-Studie hat herausgebracht, dass sehr viele Leute eben gewisse Erwartungen an sich selbst gestellt haben. Das war dann eben der Einstieg in Ableismus. Und dann von dort war dann wieder, naja, eigentlich die Körper in den Gebäuden ist ein spezieller Teil, der dann eben da herausgekommen ist. Und das andere Thema, das mich dann auch interessiert hat, war natürlich dann die Art, wie Leute praktisch ihre Behinderungen und Erkrankungen bekannt geben. Und da hat sich eben das herauskristallisiert, dass eben verschiedene Studentengruppen oder Angestelltengruppen anders umgehen mit diesem Disclosure-Thema. Und da hat mich dann eben dann das letzte Thema war dann eben wirklich nur für Doktoranden und eben mit Doktoranden. Eine Folie hier, das sind eben zwei Bücher, Aufsätze in einschlägigen Zeitschriften, Kapitel, meine Dissertation, also da hat sich einiges getan. Einige Namen von der Anwesenheitsliste erkenne ich von anderen Veranstaltungen. Ich kann Sie beruhigen, Sie hören nicht das Gleiche wie vorher. Heute konzentriere ich mich auf diese bestimmten Teile hier. Und da geht es eben, also eines der wichtigsten Themen ist Managing the Ill Body in Higher Education and the Social Cause of Fibromyalgia. Das sind die zwei Grundthemen, um die es heute eigentlich geht. Also ich möchte dann damit einmal anfangen, die Hochschule als Arbeitsplatz kurz zu umreißen. Ich spreche, sage ich ganz ehrlich, von einem sehr stark anglophilen und anglophonen Hintergrund. Ich lebe seit 20 Jahren in England. Ich darf. Es geht also darum, dass ich natürlich jetzt nicht behaupten will, dass es die Situation komplett exakt gleich ist in Österreich, in Deutschland oder in anderen Ländern. Aber es ist trotzdem, es kristallisiert sich immer wieder heraus, dass diese Grundthemen die gleichen sind weltweit. Und die Hochschule wird immer wieder als ein Arbeitsplatz gesehen, der also nur auf Produktivität und Effizienz und Spitzenleistungen setzt. Es wird von allen Leuten erwartet, dass sie eben exzellente und ausgezeichnete und hervorragende Arbeit leisten und zu aller Zeiten auch leisten. Natürlich ist es mit dem, dass der Neoliberalismus stark eine große Rolle spielt,
Und wir um unsere Studentenzahlen kämpfen. Wir kämpfen, wir stehen gegeneinander im Wettbewerb für wissenschaftliche Forschungsgelder. Also es ist ständig irgendwo ein Wettbewerb. Und das hilft natürlich nicht, dass man dann eben diese Effizienz und Spitzenleistungen abregelt. Es verlangt immer wieder, dass eben mehr, noch mehr getan wird und dass man noch mehr erlebt. Dazu kommt noch, dass in sehr vielen Ländern diese Excellence Frameworks stattfinden. Die gibt es im australischen Hochschulsystem. Es gibt das Gleiche im englischen Hochschulwesen, im amerikanischen Hochschulwesen. Und ich weiß, dass auch gewisse solcher Untersuchungen und Frameworks bereits eben im Laufen sind im europäischen Raum, wo eben auch wieder festgestellt wird, welche Universität ist die beste, die größte, die schönste. Wo kriegt man die besten Ergebnisse, die herausragendste Forschungsergebnisse? Und da kommt es eben wieder dazu, dass eben ein Wettbewerb stattfindet. Auf der anderen Seite werden diese Excellence Frameworks dazu verwendet, dass man eben sagt, also unsere Universität ist die beste. Es ist daher ein Prestige für euch, dass ihr bei uns arbeiten dürft. Und dieses Prestige führt dann dazu, dass eigentlich einzelne Leute arbeitsmäßig echt überlastet werden, weil man kämpft ständig für das Gute in der Universität, am Institut. Man versucht, das Prestige und die Exzellenz im Institut zu fördern und dazu beizutragen. Und das fördert eben Workaholism, aber eben auch Arbeitsüberlastung. Im Allgemeinen, wenn man so genauer schaut, ist das Bild ein eher trauriges. Man darf keine Schwäche zeigen. Das ist einmal so das Grundprinzip der Arbeitswelt in der Hochschule. Was heißt das jetzt aber dann für Leute, die Behinderungen, Erkrankungen oder Neurodiversitäten haben? Wie weit können sich die dann in diesem Umfeld der Produktivität, Effizienz und Spitzenleistungen dann einfügen? Können sie das überhaupt? Da möchte ich zuerst noch einen Schritt zurück machen. Namenswechsel, Entschuldigung. Entschuldigung. Öffentliches Ich und ein privates Ich. Und manchmal sind die ganz stark überlagert und manchmal sind da diese Identitäten, die wir haben, dann doch wieder getrennt. Im Hochschulbereich ist es meistens so, dass die Identität durch die Arbeit gefördert wird und die öffentliche arbeitsverbundene Identität mit der persönlichen Identität stark übergreift. Das heißt, wir haben dann eben wieder diese Idee von wegen, wir dürfen keine Schwäche zeigen. Naja, wenn ich jetzt aber eine Behinderung habe oder eine Neurodiversität oder eine chronische Erkrankung, dann ist eben jetzt die Frage, wie weit sehe ich mich selber dadurch als jemand, der Schwäche zeigt. Dazu kommt es dann natürlich dann auch noch, dass oft Erkrankungen oder Behinderungen Leute isolieren. Das kommt dann oft auch dazu, zum Beispiel, wenn wir jetzt eine ganz einfache Erkrankung hernehmen. Ich spreche jetzt von keiner chronischen Erkrankung, sondern ein ganz einfacher grippaler Infekt. Der grippale Infekt, der heißt jetzt, dass ich für 7 oder 10 Tage daheim bin und ich muss eben in der Zeit mich von dem Arbeitsplatz entfernen. Jetzt in der Zwischenzeit, in diesen 7 bis 10 Tagen, geschehen alles mögliche Sachen an der Arbeit, am Arbeitsplatz. Und ich bin dadurch, dass ich nicht mehr am Arbeitsplatz sein kann, schon automatisch einmal körperlich isoliert. Also während der Erkrankung ist da eine körperliche Distanz, ist da eine Isolation vorhanden. Das führt aber dann nachher dann noch dazu, dass wenn ich dann zurückkomme in die Arbeit, ich dann einmal die ganzen Konversationen, die in meiner Abwesenheit stattfanden, nicht mitbekommen habe und daher mich noch mehr persönlich isoliert fühle. Das ist jetzt nur beim grippalen Effekt.
wenn man das jetzt weiter ausbreitet auf andere Erkrankungen, wo dann ein Mensch für sich zuerst einmal selber zurechtkommen muss mit einer Diagnose und dann praktisch Sinn machen muss im Hinblick auf die Identität, was heißt das jetzt für mein öffentliches Ich, wenn ich in meinem privaten, in meiner privaten Sphäre und in meiner privaten Identität einmal so weit bin, dass ich zu mir sagen kann, ja, ich habe diese Erkrankung oder diese Neurodiversität oder diese Behinderung. Was heißt das dann? Wie weit fühlt sich das dann praktisch im öffentlichen Leben dann aus, beziehungsweise wie weit kann ich dann damit umgehen in der Öffentlichkeit? Dazu kommt dann natürlich, dass man, muss man auch ehrlich sagen, Leute mit chronischen Erkrankungen, Neurodiversität, und Behinderungen leiden oft an Symptomen, die Begleiterscheinungen sind von den eigentlichen Ursachen, Überforderung, Übermüdung. Man muss natürlich deswegen auch mehr Auszeiten nehmen. Man isoliert sich. Es ist relativ leicht zu sagen, naja, dann nimmst du halt einen Tag frei. Aber wenn ich mir diesen einen Tag frei nehme, dann habe ich ja dann, wenn ich zurückkomme, wieder eine Menge an E-Mails oder Gespräche aufzuholen, die ich nicht mitmachen konnte und ich bin wieder isoliert. Also diese Unterschiede zwischen dem öffentlichen und dem privaten Ich oder diese Konflikte, die da immer wieder entstehen, sind natürlich relativ schwer zu navigieren, speziell jetzt im Umfeld der Hochschule. Und da kommen wir jetzt wieder zurück zu dem Umfeld der Hochschule. Was heißt es also, wenn man sagt, man ist krank in der Akademie? Ich habe jetzt die Folie gewechselt. Die Krankheit in der Akademie, das sind drei verschiedene Grundprinzipien, die eigentlich eine Krankheit in der Akademie nicht wirklich zulassen. Auf der einen Seite wird die Hochschule als ein Privileg empfunden. Es wird die Autonomie und die Freiheit gefeiert. Also nach außen hin ist eigentlich die Hochschule der bestmögliche Arbeitsplatz, den man sich vorstellen kann. Man hat sämtliche Privilegien, man ist komplett autonom, man hat alle Freiheiten. Alle, die in der Hochschule oder in der Akademie arbeiten, wir sind natürlich uns dessen bewusst, dass das eine romantisierte Form ist. Das ist der dritte Punkt hier, die Hochschule wird romantisiert. Die Hochschule wird romantisiert vom Einzelnen, aber auch vom Kollektiv, von der Gesellschaft, aber auch von denen, die in der Hochschule arbeiten. Es ist relativ schwierig für jemanden, zum Beispiel mit einer Behinderung oder mit einer Krankheit, zu sagen, eigentlich bin ich unglücklich und eigentlich habe ich zu wenig Unterstützung. Weil die Hochschule ist ja ein Privileg. Wie kann ein Einzelner, wie traut sich ein Einzelner dagegen anzukämpfen, wodurch die Hochschule so ein Privileg bedeutet? Und das ist eben dann wieder die Schwierigkeit. Für sehr viele Leute, das kommt auch immer wieder in den Gesprächen heraus, ist die Hochschule ein Lebensstil. Und das geht jetzt auch wieder zurück in die Frage von diesem öffentlichen und privaten Ich. Die Hochschule ist nicht nur das öffentliche Ich, sondern ist eben auch die Identität des Einzelnen. Das ist ein Lebensstil. Von uns wird eigentlich auf der einen Seite erwartet, aber wir erwarten das auch von uns selber, dass wir uns der Akademie, der Wissenschaft komplett hingeben. Und dieser Lebensstil ist natürlich für jemanden, der eine Erkrankung hat oder eine Behinderung hat, nicht wirklich hundertprozentig auszuleben. Es ist deswegen auch nicht verwunderlich, dass sehr viele Leute mit chronischen Erkrankungen oder Behinderungen oder Neurodiversitäten nur Teilzeit beschäftigt sind. Warum? Es ist ein Lebensstil, man kann sich dem nur komplett hundertprozentig verschreiben. In Wirklichkeit brauchen aber diese Leute extra Tage, damit sie sich wieder erholen können und wieder voll einsatzfähig sind. Also sind sie zwar Teilzeit beschäftigt, aber in Wirklichkeit sind die freien Tage nicht dazu da, um jetzt eben auf Urlaub zu fahren oder sich eben da irgendwie seinen Hobbys zu frönen, sondern wirklich rein nur, um wieder die Energie zu sammeln, die man braucht, damit man den Arbeitstag überhaupt bewältigen kann. Das ist das Problem, das wir haben in der Akademie. Was ich jetzt in meinen Forschungsprojekten erkannt habe, ich wechsle die Folie,
ist es so, dass die Folge von diesen Schwierigkeiten, die wir da jetzt haben, Resistance Strategies sind. Das heißt, wir verweigern uns, diesem System da praktisch zu unterlegen. Und wir tun das in einer bestimmten Form. Also Leute vor allem, also das kommt jetzt insbesondere aus meiner Forschung mit Fibromyalgie. Die Leute mit Fibromyalgie definieren ihre Lebenswelt neu. Im Allgemeinen ist es so, dass die Lebenswelt natürlich jetzt die Arbeitswelt ist, aber auch die sozialen Umfelder. Und das ist aber auf einmal, wird das neu definiert, die Lebenswelt wird neu aufgerollt. Und es kommt dann dazu, ich greife jetzt nur meinen Punkt vor, es kommt tatsächlich dazu, dass die Leute bei der Familie und bei den sozialen Kontakten zurückschalten, aber die wissenschaftliche Arbeit nicht aufgeben. Also die neu definierte Lebenswelt ist rein wirklich nur auf die Akademie bezogen, auf die Hochschule bezogen und wie kann ich daran festhalten. Es kommt dann sogar dazu, dass einzelne Leute die Diagnose, die gestellt wird, die medizinische Diagnose, aktiv verweigern und sich aktiv gegen die Patientenrolle einsetzen. Also die werden, auf der einen Seite ist es so, dass diese Leute sehr wohl nach außen hin als Patienten kooperieren im medizinischen Umfeld, weil sie genau wissen, dass wenn sie nicht kooperieren, das nächste Mal sie keine Unterstützung vom medizinischen oder vom Gesundheitswesen bekommen. Also auf der einen Seite im privaten Ich ist es sehr wohl so, dass sie eine gewisse Kooperation zeigen als Patienten, aber im öffentlichen Ich verweigern sie die Diagnose und setzen sie aktive Maßnahmen gegen die Patientenrolle. Ich sehe, dass die tauschen wollen. Super. Also es kommt dann tatsächlich dazu, dass die Leute die Diagnose verweigern und sich aktiv weigern, Patienten zu werden oder als Patienten angesehen werden. Es geht sogar noch einen Schritt weiter. Diese Leute täuschen Gesundheit vor. Und sie täuschen diese Gesundheit nicht nur anderen gegenüber vor, sondern auch sich selber. Die Konsequenz davon ist natürlich, dass sie dann nachher dann umso mehr unter den Folgen leiden, unter dem Stress leiden, unter der Ermüdung leiden. Es kommt dann tatsächlich zur absoluten Krise. Ich habe in meiner Studie mit einzelnen Leuten gesprochen, die dann tatsächlich also aus gesundheitlichen Gründen in Invalidenpensionen mehr oder weniger geschickt wurden, eben deswegen, weil sie es einfach körperlich nicht mehr schaffen konnten. Es ist dann im Endeffekt das Problem, dass diese Leute keine alternativen Karriereziele für sich sehen oder für sich sehen können oder sich vorstellen können. Die einzelnen Gespräche, die ich geführt habe mit meinen Partizipienten, führen darauf hinaus, dass eigentlich die Akademie einen mit Haut und Haaren schluckt. Und wenn man daher krank oder behindert oder ist oder eine Neurodiversität hat, ist es dann natürlich relativ schwierig, aus diesem Kreislauf hinauszukommen und diesen Kreislauf zu durchbrechen. Das ist einer der Gründe, warum wir so wenige Leute mit Behinderungen in der Hochschule, im Hochschulwesen auch finden, muss man auch ehrlich dazu sagen. Jetzt habe ich für 20 Minuten oder so geredet und ein eher trauriges oder schockierendes Bild gezeichnet. Da ist eben dann die Frage, gibt es denn da überhaupt noch irgendeine Hoffnung? Ich habe die Folie gewechselt. Also es gibt Hoffnung. Natürlich ist es so, dass also momentan die Situation relativ schwierig ist, weil wir eben alle in einer Pandemie leben. Es ist diese Pandemie noch nicht ausgestanden. Aber es ist trotzdem gerade aus dieser Pandemie heraus eigentlich eine größere Hoffnung zu finden, als wenn wir diese nicht hätten. Die Gesundheit wird ein Schwerpunkt oder ist bereits ein Schwerpunkt geworden im öffentlichen Bewusstsein. Es ist auch eine Antwort, es gibt verschiedene Arbeitsmethoden, die jetzt mittlerweile
mehr angenommen werden. Flexible Arbeitszeiten oder Homeoffice, das war ja vor einem Jahr oder vor zwei Jahren undenkbar, dass wir alle an der Hochschule von daheim aus arbeiten. Und jetzt ist es aber so, dass das an der Tagesordnung ist. Umgekehrt, assistive Technologien und Software werden immer weiter stärker und besser entwickelt. Wir sehen es jetzt bei Zoom, wir haben alle Möglichkeiten, die uns offen stehen. Wieder vor zwei Jahren war das nicht denkbar. Es hat sich durch die Pandemie auch ein gewisser Gemeinschaftssinn und ein gewisses Mitgefühl entwickelt. Das ergibt sich daraus, dass wir jetzt alle im gleichen Boot sitzen. Es ist natürlich wieder, ich gehe auf meine Eingangsrede zurück, wo ich sage, ich will auf keinen Fall behaupten, dass diese Erlebnisse von Leuten, die jetzt eben Covid gehabt haben, oder die Erfahrungen, die jemand hat, der behindert ist oder der eine Neurodiversität hat oder eine chronische Erkrankung hat, dass die vergleichbar sind und gleich sind. Auf keinen Fall. Aber es ist doch so, dass eine gewisse Einstellung, Veränderung sichtbar wird. Es wird sichtbar, dass die Leute eben in gewisser Weise gewisse Änderungen in ihrer Meinung finden, vielleicht ein bisschen mehr Mitgefühl haben mit Leuten mit chronischen Ermüdungserscheinungen, weil wir eben jetzt durch die Pandemie selber alle müde sind. Also in der Weise, obwohl eben, also leider aus meinen Studien immer wieder herauskommt, dass tatsächlich wir sehr viele Leute haben, die zu krank und behindert sind, um in der Akademie zu verweilen, ist es doch so, dass ich eigentlich ein sehr optimistischer Mensch bin und doch Hoffnung sehe. Jetzt, ich höre an dieser Stelle auf. Mir ist es sehr wichtig, dass es die Möglichkeit gibt, dass wir darüber diskutieren können. Ich möchte nur noch zwei Folien zeigen, die dann eben auch in den Folienpaketen zur Verfügung stehen. Das ist einerseits das Ableism in Academia Buch mit dem Link oben, wo man das gratis herunterladen kann. Und das andere ist das Lived Experiences of Ableism in Academia Buch von Policy Bristol University Press. Das wird später diesen Jahres erscheinen, wahrscheinlich im März oder zwischen März und Mai. Also wenn sich jemand mehr interessiert für Ableismus in der Hochschule, das sind zwei der Bücher, der Publikationen, die recht interessant wären für Sie. So, damit höre ich jetzt auf. Dankeschön, dass Sie mir zugehört haben und bitte melden Sie sich mit irgendwelchen Fragen. Also ich freue mich schon auf eine Diskussion. Ja, vielen Dank. Jetzt gibt es ganz viel Applaus, ja, auch von mir. Ich bin ja so glücklich, dass wir nicht alle in einem Ort sitzen, weil dann klatschen immer alle und mir tut das immer so weh. Und ja, es wird dann selten verstanden. Ich würde ganz kurz einfach aus persönlichem Interesse und in kompletter Ignoranz und Ausnutzung dieser Machtsituation, die ich jetzt Veranstalterin jetzt habe, die erste Frage stellen. Und zwar, weil du so von Mitgefühl gesprochen hast, weil es gab ja dann doch durchaus die Diskussionen, es geht jetzt alles, aber ich glaube, viele Leute, und das inkludiert mich schon auch, sind ein bisschen frustriert, dass es erst dann geht, wenn eine Mehrheit betroffen ist, ja, und dass auch dann nur dann die Sachen gehen, die für die Mehrheit dann auch wichtig sind, ja, weil für einige Sachen, ja, haben sich Zugangskriterien tatsächlich verbessert, für andere verschlechtert, ja. Absolut. Da bin ich voll der gleichen Meinung. Es ist frustrierend. Es ist aber auch, muss man auch ehrlich sagen, es ist gleichermaßen frustrierend, wenn man als einzelne Person irgendetwas verändern will. Und also ich bin der Meinung, also sämtliche Vorschläge, die ich an meinem eigenen Institut vorgebracht habe, für die Verbesserung eben in Bezug auf Behinderungen und chronischen Erkrankungen von Angestellten, nicht von Studenten, von Angestellten, ist es so, dass man wirklich einen
mehrfachen Ansatz braucht. Man braucht einen Ansatz von oben herunter und von unten hinauf. Auf der einen Seite, der Einzelne muss eine Vorbildrolle führen und muss als Vorbild wirken. Auf der anderen Seite müssen aber sehr wohl gewisse Strategien und Regelungen und Regelwerke geschaffen werden, die dann von oben herunter auch tatsächlich dann durchgesetzt werden und durchgeführt werden. Und da ist es leichter, und ich sage nicht, dass es besser ist, aber es ist leichter, dass man auf jemanden einwirkt, wenn man sagen kann, ich habe die Masse hinter mir. Und es ist auch leichter einzuwirken, wenn man auf die persönlichen Erfahrungen des Einzelnen wirken kann. Es ist natürlich, das ist ein psychologischer Trick, wenn man einfach dann sagt, naja, ich habe mehr Leute hinter mir, dann funktioniert das wieder. Extrem frustrierend. Das nächste, das auch extrem frustrierend ist, es ist ja eine gewisse Müdigkeit oder eine Ermüdungserscheinung, die dann wieder eintrifft, weil es freut sich ja jetzt schon jeder drauf, dass wir wieder zurück zur Normalität kehren können. Wir wollen alle wieder zurück zum Normalsein. Extrem frustrierend, weil aus meiner Sicht, wir sollen nicht mehr zurückkehren zu dem, wie es vorher war. Es sind jetzt einige Sachen passiert in dieser Zeit, die für manche Leute das Leben erheblich erleichtern. Und dann wäre es ja ein Rückschritt, wenn wir wieder zum alten Normal zurückkehren. Wiederum, es kann nur in der Masse funktionieren. Und je mehr Leute wir sind, die einzeln an verschiedenen Stellen klopfen. Und ich stelle mir da immer diesen großen Marmorblock vor. Wenn wir alle dahin hämmern an diesem großen Marmorblock, irgendwann muss er fallen. Frustrierend, aber das geht auch wieder zurück auf diesen einen Witz des Elefanten. Wie isst man einen Elefanten? Biss um Biss. Es geht nur in kleinen Stücken. Man kann nicht erwarten, dass sich irgendetwas radikal ändert. Der Mensch hält zu gerne an Dagewesenem fest. Also es ist relativ schwierig, frustrierend, aber trotzdem, wir müssen einfach versuchen, das zu tun, was wir tun können. Und ich bin eben, wie gesagt, ein eher optimistischer Mensch, dass ich dann sagen kann, ja, kannst dich dann nicht erinnern, wie das war. Ja, es ist super. Ich würde vielleicht auch, ich fange an mit Stephanie und dann sehe ich Lea. Aber Stephanie hat gerade einen Punkt auch im Chat gemacht, von wegen, was für eine Rolle einfach Geld spielt. Und ist auch auf dem Podium, also halt eingeladen, auch um ja, mit uns zu sprechen. Also das mit dem Geld. Vielleicht will Stephanie noch mehr dazu sagen, kurz, auch die Möglichkeit geben, das nochmal kurz darzustellen. Ja, kein Problem. Cool. Hallo zusammen. Kannst dich auch selber kurz vorstellen. Okay, gut. Ich bin Stephanie. Ich bin ähnlich wie Nicole in Großbritannien, zu Hause in Schottland seit 15 Jahren. Und ich kann daher auch nur aus dieser Erfahrung erzählen. Aber wir hatten vor Weihnachten ein Treffen quasi mit behinderten Mitarbeitern, weil ich unbedingt ein Behindertennetzwerk an meiner Uni aufbauen will. Und wir sind leider die einzige Gruppe, die noch kein Netzwerk hat. Alle anderen Gruppen, sozusagen, die geschützt sind unter dem Equality Act in Großbritannien, haben ein Netzwerk. Und da wurde oft dann das Beispiel, das kostet extra und dies kostet extra, wo gewisse Sachen für zum Beispiel, jetzt sagen wir LGBTQ+, die kosten zum Beispiel nicht extra. Da muss man eventuell einen Kurs vielleicht anbieten, dass sich Leute vielleicht zum Beispiel anreden oder solche Sachen, Pronouns. Das wird vielleicht dann so oft angeboten, aber wenn zum Beispiel jetzt Leute auf einmal Software haben wollen oder zum Beispiel ich habe einen extra Stuhl bekommen, der kostet 500 Pfund, wenn den jetzt auf einmal alle haben wollen, und ich glaube, es gibt so ein bisschen die Angst, dass wenn einer was kriegt, dann wollen das auf einmal alle haben. Und aber halt sozusagen dieses, aber was das dann für die Person bedeutet, die diesen Stuhl hat zum Beispiel, für mich bedeutet das, dass ich halt länger besser arbeiten kann, aber das wird scheinbar nicht in diese Kostenrechnung aufgenommen. Und das ist also bisher meine Erfahrung gewesen. Also ich erkenne die Probleme und die Erfahrungen, die du da beschreibst.
Es ist aber aus meiner Sicht, also ich habe in UCL bei uns an meinem Institut sehr viel erreicht, indem dass ich vorgerechnet habe, was es kostet, wenn man gute Wissenschaftler verliert. Ich habe vorgerechnet, ein Mitarbeiter im Rollstuhl kann als Vorbildwirkung für Studenten im Rollstuhl funktionieren und somit das Geld wieder bringen. Weil ich ja die Studenten eben zu denen zeigen kann und beweisen kann, ja, wir haben ja eh auch Angestellte auch, die das über unseren Campus regelmäßig durchfahren. Wenn du jetzt aber als Universität praktisch dich präsentierst, von wegen, ja, wir erwarten euch und wir willkommen euch, aber dann in der Angestelltenrunde niemand ist, wo sich die Studenten selber wiedererkennen können, dann muss ich ehrlich sagen, als Student habe ich auch kein Interesse, dass ich dorthin gehe. Rechnerisch, das ist letzten Endes eine Universität, ob wir das so sehen wollen oder nicht, ist ein wirtschaftliches Unternehmen und die Finanz, die zieht. Wenn du praktisch da vorrechnen kannst, wo der Verlust liegt oder wo der Gewinn liegt, wenn sie da ein bisschen investieren, dann hat das langfristig eine gute Wirkung. Ich möchte dann gleich dazu anhängen, da ist eine Frage, wie kann die Organisierung unterstützt werden durch Gewerkschaft, Personalrat, Mittelbauarbeit oder Schwerbehindertenvertretung? Alles. So wie ich gesagt habe, wenn wir jetzt diesen großen Marmorblock haben und wir wollen zum Kern, dann kann ich natürlich an einer Seite dahin hämmern, aber es wird länger dauern, als wenn jetzt viele verschiedene Organisationen an allen Ecken und Enden dahin klopfen und wir dann gemeinsam dahin kommen zum Zentrum. Also letzten Endes, es verlangt alles. In meinem eigenen Institut bin ich jetzt, also wenn ich da dran nachdenke, die ganzen Vorschläge, die ich aus meiner Forschung herausgebracht habe, ich habe die nicht jetzt in meiner Fakultät vorgestellt oder in meiner Schule vorgestellt oder in meiner Abteilung vorgestellt. Ich habe sie dort auch vorgestellt, aber dort war es nicht interessant. Ich bin zum Provost gegangen. Ich habe um einen Termin bei unserem Präsidenten und Provost angefordert. Ich bin dort hingegangen und ich habe mit ihm persönlich in einer Audienz praktisch mein Anliegen vorgebracht. Und da erklärt, und da geht es ihm wieder jetzt um das Rechnerische, vorgerechnet, wo der Verlust dann praktisch ist und wo der Gewinn sein kann. Es ist rein nur ein Rechenergebnis. Ja, persönlich tue ich mich immer schwer, damit zu argumentieren, weil es ja, weil es sich nicht lohnen, es muss sich doch nicht lohnen, das, also, ja, egal. Ja. Also ich krieg's nicht mal hin, das so auszudrücken, weil ja, ich finde es so urschwierig, damit zu argumentieren, dass es sich für die Institution lohnen muss. Also erstens geht es ja um Wissenskreierung und Wissenskreierung braucht alle möglichen unterschiedlichen Leute. Und zweitens ist halt alles andere ein aktiver Ausschluss und den müssen sie dann also auch als solches wahrnehmen. Egal. Lea hatte sich gemeldet. Ist das noch aufrecht, weil die virtuelle Hand wieder unten ist? Wolltest du noch? Ja. Ja. Ich wollte nur nicht ewig die Hand alles oben gut halten. ich habe zwei Fragen eigentlich. Die erste bezieht sich darauf, dass irgendwie so ein bisschen die positiven Seiten dieser oder die möglichen positiven Auswirkungen dieser veränderten Lebensrealität, die jetzt entstanden ist in der Pandemie, hervorgehoben wurden. Und ich muss sagen, ich habe massive Angst und ich sehe das auch, dass gerade in Bezug auf jüngere Leute, die wirklich irgendwie gerade versuchen, irgendwo hinzukommen, aber eigentlich auf alle, dieser Diskurs um Stichwort Risikogruppen einen massiven Backlash bedeutet in Bezug auf chronische Krankheit und in Bezug, also auf wie das diskutiert wird und gesehen wird. Und ich sehe immer stärker, dass es da eine ganz arge Tendenz zu einer Darstellung von Passivität, passivem Objekt gibt, schon seit Beginn der Krise eigentlich, aber noch immer und immer wieder. Und
das bedeutet massive Unsichtbarkeit. Also ich merke das zumindest, ich war jetzt seit einem Jahr nicht mehr auf der Uni und massiv, man merkt es. Und also einerseits diese Unsichtbarkeit und andererseits so dieses, was heißt denn das für die Zukunft, wird mir dann nichts mehr zugetraut. Und ich glaube nicht, dass es nur mir so geht, so. Sondern ich weiß, dass das was Strukturelles ist. Und dann ist so die Frage, heißt es, dass wenn grundsätzlich Leuten, die tatsächlich in dieses Schema fallen, wo sie als Risikogruppe wahrgenommen werden, wenn Leuten nichts mehr zugetraut wird, heißt das eigentlich, man muss sich immer mehr überarbeiten, um überhaupt auf das Level zu kommen, wo dir was zugetraut wird. Und das ist so ein bisschen, wie seht ihr das als Gefahr oder was denkt ihr? Absolut. Also ich sehe die Gefahr und ich sehe auch die Angst und ich sehe da die Furcht, die sich da entwickelt. Aber so wie ich gesagt habe, also ich habe in den letzten 2 Jahren, in den letzten 3 Jahren mittlerweile, im englischen Sprachraum eine starke Veränderung gesehen. Also ich weiß nicht, wie weit das Stephanie das in Schottland miterleben konnte oder so. Also wie es bei uns ist, also ich bin im Südosten in England und habe sehr viel in London natürlich zu tun. Und also da sind sehr viele Forschungsinstitute, die, und auch